Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gerne zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene, ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpa Addormentata. Ah, in der Bar. Wo denn auch sonst? Eigentlich will ich das jetzt gar nicht machen, weil das noch in der Zukunft praktisch ist, aber... Nee. Lehne ich noch ab. Ich mache das zu einem späteren Zeitpunkt. Ich wusste jetzt nicht, worum es sich dabei handelt. Ich werde das machen, wenn die Zeit reif ist, in Anführungsstrichen. Nech? Also, wenn wir auch in dem Zeitbereich sind, sag ich mal. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier lang. Tada! Ach, ich kann ja gar nicht aufrüsten, weil ich nicht verbunden bin. Ja, deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, dass ich das gleich mal kurz hier unterbreche und nochmal neu starte, weil irgendwie scheint da ja was nicht ganz zu stimmen. Ne? Oh, zu 1%. Zu 17% da immerhin schon. Zu 28%. Und im Vatikanbezirk, naja, da kann ich nichts. Aber insgesamt habe ich schon 17%. Das ist doch relativ erfreulich. F3? Nice. Fette Lage. Das heißt praktisch, hier Dings Zentrale ist schon fast komplett befreit, ne? Ja. Zentral, da gibt es keine kein Borgia-Einfluss. Es gibt nur noch 4 Gebiete mit Borgia-Einfluss. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was gibt's denn noch hier alles? Leertaste. War doch irgendwie was. Okay. Egal. Nein, nicht egal. Hä? Okay. Leonardo. Oh, okay, cool. Den Scha... Ah, ich mit meinem Escape. Alles klar, ich starte mal kurz das Spiel neu. Und, ja. Oder ich beende das Spiel jetzt mal. Mach dann kurz was anderes, weil ich brauche einen kleinen Augenblick Pause. Und dann mache ich entweder später weiter und sonst morgen. Bis dahin. Ciao. So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir sind selbstverständlich noch in Rom. Wo denn auch sonst... Oh, den schnappen wir uns doch glatt mal. Oh, jetzt springt er wieder runter, oder was? Draufgeschissen. Ist mir jetzt gerade egal. Genau, hier war die Geschichte mit... ich habe jetzt den Namen vergessen. Leonardo, genau, mit Leonardo. Das Verschwinden von Leonardo. Da ich allerdings weiß, dass das etwas länger sein sollte, beziehungsweise dass ich gelesen habe, dass es etwas länger ist, habe ich es nochmal abgebrochen. Mache ich dann zu einem späteren Zeitpunkt. Ich möchte jetzt erstmal hier ein bisschen Progress haben, sage ich mal, weil ich es doch mitunter, ja, ich will nicht sagen langweilig finde, aber es ist ein bisschen wenig. Also ich hätte mehr erwartet. So, und die Steckbriefe stelle ich jetzt als erstes mal aus. Und die Herolde auch? Nee. Doch. Nee. Die Herolde bleiben natürlich auch aus. Strategische Markierung. Versteck, Bürgerwehr. Ja, gut. Ökonomie, was haben wir da? Banken, Schmieden, Schneider, Kunsthändler, Auftrag. Achso, okay. Und das hatten wir schon. Rom. Tunneleingang. Alles klar, gut. Das dazu. Hoffentlich. Jetzt fehlen die natürlich auch auf der Minimap, die Steckbriefe. Aber ganz ehrlich, wenn ich einen Steckbrief sehe, dann reiße ich ihn ab. Und wenn nicht, dann bleibe ich halt mit der etwas erhöhten... Na, wie heißt das noch gleich hier?
mit einem etwas höheren Bekanntheitsgrad bekannt hier. Das kam doppelt gemoppelt, war aber politisch korrekt, wollte ich jetzt gerade sagen. Das war es natürlich auch, aber vor allem war es inhaltlich korrekt. So, und ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der nächsten Hauptquest. Wo müssen wir dafür lang? Hier lang. Also ich konnte jetzt noch keinen Unterschied zum Anfang hier erkennen in Rom. Also wenn sich Rom ändert, dann erkenne ich es nicht. Weniger Bettler kann ich auch nicht unbedingt sagen. Ich lasse mich da einfach überraschen. Ich google das wahrscheinlich auch nochmal durch, ob es sich jetzt wirklich ändert, weil der Schein trügt, wie man so schön sagt. Vielleicht kriege ich es einfach nur nicht mit. So, Kunsthändler, klar renovieren wir das. Wir haben jetzt ja ein bisschen was. Damit können wir ja auch was anfangen. So, und dann möchte ich mal wissen. Dann möchte ich ganz gerne mal wissen. Gemälde, Schatzkarten gibt es da? Nee. Ach, bereits in Besitz. Gegenstände verkaufen. Amber, oh, dafür gibt er ordentlich was. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber... Ich verkauf's einfach. Vielleicht ein Fehler. Drauf geschissen. Ne? So, Investitionen. Kann ich wieder investieren? Ja, ich kann wieder investieren. Ja, möchte ich. Gut, ich kann ja jetzt nicht mehr investieren. Allerdings werde ich wahrscheinlich auch das nächste Mal die Bank wieder aufrüsten, sag ich mal. Ach komm, hier Engel können wir uns leisten. St. Michael war, glaube ich, auch nicht so teuer hier. 290. Klar, kaufen wir 3200. 38.000! What? Ne. Die Bilder sind mir noch zu teuer. Dafür ist mein Geld zu lieb, wie es so schön heißt. Oh, nee. Ich dachte gerade, das wäre jetzt Ziel gewesen, war es aber nicht. Hier lang geht's weiter. Unter anderem. So, der Schatz ist wahrscheinlich hier. Jawohl, den nehme ich natürlich auch noch mit. Ups. Bloß nicht wieder zu oft Shift drücken. Oder Umschalttaste, dann habe ich sonst nachher Hasenpfoten. Oh, das kann man bestimmt auch zum Hein oder bringen. Zum Arzt. Hui! Was für ein Sprung, was für ein Sprung. So, ich möchte mal wissen, wie teuer die Geschichte hier ist. Wahrscheinlich außer an die 30. 49.000, 49.000, oh mein Gott, das ist noch so viel. Aber ich meine, wir verdienen alle 20 Minuten jetzt schon 3.000. Über 3.000. Dann wird das wahrscheinlich nachher auch Kleingeld sein. Verstecktieberinsel. Ja, dahin möchten wir. Mal schauen, ob das schon irgendwelche Informationen gebracht hat. Vielleicht haben die Nutten irgendjemanden ausgequetscht. Aha, ausgequetscht, schon klar. So. Ups. Toll, jetzt ist der Deckel hier kaputt. Also, Laden unterbreche ich, bis gleich. So, es hat sich doch tatsächlich noch gelohnt, weil jetzt eine Zwischensequenz kommt. Ja. Und ich bin ruhig. Ich bekam etwas bis gleich. Sehr Wertvolles von einem meiner Spitzel. Wir kennen jetzt die Namen einiger Templer, die von Cesare angeheuert wurden, Rom zu terrorisieren. Wie finde ich sie? Ich kann nur grobe Ortsangaben machen und würde in der Nähe nach Anzeichen von Ärger suchen. Vielleicht findet ihr Bürger, die euch in die richtige Richtung weisen können. Mein Kontakt sucht weiter nach neuen Namen. Stammt diese Information von einer Stadtwache? Ja. Woher wisst ihr das? Nur geraten. Grazie. Claudia, Bartolomeo und La Volpe warten drinnen auf euch. Ich weiß nicht, wie ihr das geschafft habt. Tugend, Machiavelli. Wir haben's drauf. Wir haben's einfach drauf. Tugend? Was habt ihr erfahren? Dieser Bastard Cesare ist mit dem Papst in der Engelsburg. Meine Spione berichten, dass der Apfel einem Gelehrten übergeben wurde. Ich arbeite daran, ihn zu identifizieren. Katharina wird nächste Woche in den Kerker der Engelsburg verlegt.
Bene. Die Engelsburg also. Roma wird sich schnell erholen, sind Cesare und Rodrigo erst tot. Nur wenn sich die Gelegenheit für einen Anschlag ergibt, werde ich sie nutzen. Macht nicht denselben Fehler wie in der Gruft. Ihr müsst sie jetzt töten. Ich bin seiner Meinung, Ezio. Wir sollten nicht warten. Bartolomeo hat recht. Sie müssen für Marius Tod büßen. Habt keine Angst. Sie werden sterben. Ihr habt mein Wort. Oh ja, es gibt bald wieder Tote. Ja, wäre auch scheiße, wenn wir sie diesmal mal wieder am Leben lassen. Und ich weiß nicht, warum ich gerade ganz genau 20 Frames habe. Ah, hier sind die beiden Bilder. Ich habe gerade ganz genau 20 Frames. Das sinkt nicht, das steigt nicht an. Das gefällt mir nicht. Ich unterbreche nochmal kurz. Bis gleich. So, direkt wieder runter auf 20 Frames. Das ist natürlich kacke. Ich mache sonst gleich mal eine längere Pause. So, was bietest Servizio. Du mir an? Ich repräsentiere die vereinten Kräfte von Bartolomeo d'Alviano, Claudia Auditore und La Volpe. Okay. Durch meine Partner in der ganzen Stadt könnt ihr eure Geldmittel an jeden Teil des Widerstandes finden, den ihr euch wünscht. Vielleicht und was bringt das? Habt ihr Verkaufsschilder in Rom bemerkt an Gebäuden, die ihr kaufen könnt. Das Einkommen eurer neuen Gebäude wird von Geldwechslern verwaltet, ebenso wie der Profit aus Renovierungen. Geldwechsler findet ihr in der ganzen Stadt. Molto bene. Okay, perfekte Erinnerung. Erfolg. Ah, kollektive Intelligenz. Oh, und die Sequenz scheint auch abgeschlossen zu sein. Sequenz 3 beendet. Ich bin mal gespannt, ob es wieder 12 gibt, weil ich habe keine Ahnung, wie viel Spielzeit ich bisher habe. Ist, glaube ich, auch nicht so gering. Aber Attentatsserie Cheat freigeschaltet. Ich kann cheaten, geil. Höhle der Diebe, Sequenz 4. Ich finde, das sieht immer wieder geil aus. Ich habe gestern monströse Breitschwerter hergestellt. Okay. Neue Rüstung! Ah, erfordert die doppelte versteckte Klinge von Leonardo. Das heißt, wir werden Leonardo gleich mal einen Besuch abstatten müssen. Sizilianischer Degen. Macht natürlich wenig Schaden, hat aber Tempo ohne Ende. Ich behalte ich mal im Hinterkopf auf jeden Fall. Knochendolch von Romulus. Alter, Tempo hat es ganz anständig. Bisher ist aber sowieso alles besser. Die Armbrust kann ich mir sowieso noch nicht leisten. Geschäftsaufträge, Treue. Da fehlt mir noch Ah, das Terrakotta-Gefäß muss ich da abgeben. Scheiße, und ich hab's verkauft. Das war natürlich dumm. Ja, investieren kann ich noch nicht. Ich muss noch 11 Minuten warten. Ja, also nicht da, oder? Denke ich. Dann schaue ich mich hier so noch ein bisschen um. Geld abheben! Buchführung? Jawohl. Schön, schön. Alles klar. Wo ist denn die nächste Hauptquest? Oder wo ist Leonardo? Ich will wieder die doppelte versteckte Klinge haben. Da müsste ja eigentlich Leonardo sein, aber ich habe jetzt keinen Bock. Leeres Fraktionsgebäude. Genau, ein Fraktionsgebäude werde ich mal kaufen. Wo ist eines? Da ist eines. Alter, das geht mir so auf den Sack, ne? Leeres Fraktionsgebäude markiere ich mal. Ich versuche das natürlich so zu legen, dass ich mich direkt in Richtung nächste Hauptquest bewegen kann. Dabei. Wo ist denn die nächste Hauptquest? Hä? Bin ich blöd und sehe das nicht? Da oben. Geht doch. So, gibt's da denn in der Nähe ein leeres Fraktionsgebäude? Das da ist, glaube ich, das Pantheon. Okay. Nee, sieht schlecht aus. Und wenn ich dahin gehe und dann hierhin. Was haben wir da?